Okay, haben wir das Eichhörnchen. Sehr cool gemacht. Ah. Okay. Hallo Cheval und hey! Abby! Oder Ellie! Na? So. Für die Leute. Ich mache jetzt eine Aufnahme, nicht wundern. Ich mache diese Aufnahme gerade im Livestream. Nehme jetzt aber auch zugleich eben diese eine Quest auf. Somit auch herzlich willkommen an die Leute, die jetzt die Aufnahme sehen. Wir machen jetzt die Quest, die war das diese Woche, der letzte Woche reinkam, die nur für Spieler sind, die eben halt noch nicht mit Alex oder Linda geredet haben. Und ich bin so froh, dass ich doch noch nicht so weit war, damit ich diese Quest hier machen kann. Was ist das? Folge dem mysteriösen glühenden Eichhörnchen. Okay, machen wir. Da rennt es weg. Wait. Oh, es bleibt stehen. Perfekt für mich. Oh, ich finde es schön, dass sie so eine bessere Einführung in den Soul Rider Quest gemacht haben. Das ist jetzt viel, viel besser, finde ich. Abby, Ellie, beides Gitarre. Ja, was wäre dir denn lieber, Ellie oder Abby? Ich kann mich immer noch nicht richtig entscheiden. Warte, Eichhörnchen, Fripp. Hi, Tim. Hi, Marlenes SSO-Welt. Warte, Eichhörnchen. Oh, jetzt kriegen wir auch diesen mysteriösen Gegenstand endlich mal erklärt. Oh, herrlich. Leuchtet auf. Alex kommt. Hast du das gesehen, Tinken? Oh, Tinkan? Der Stern hat plötzlich geleuchtet, wie ein Midsommerfeuer. Wir. Was? Wir sind nicht allein? Oh, habt ihr mich gar nicht gesehen? Ich bin Alex Cloudmill und das ist Tinkan. Nix. Bitte, du bist den Sommer über auf Jorvik und im Modernstall, um zu reiten, richtig? Die Insel hat dir mehr zu bieten als das, was in den Broschüren steht. Bist du bereit, Jorviks verborgene Seite zu entdecken? Klar. Oh, da kam jetzt noch dazu. Oh, das wird geschrieben. Ach, was dir lieber ist, okay. Sag ich jetzt mal Abby. Ja, das ist mein Zweit-Account. Mein Zweit-Account, genau. Du fragst dich wahrscheinlich, warum dieser uralte Stein hier so glüht. Ja. Ich wünschte, ich hätte eine harmlose Erklärung dafür, warum die Runensteine so reagiert haben. Aber die Wahrheit ist, ich habe so etwas noch nie gesehen. Ja. Bestimmt. Und sie redet weiter und weiter. Dann kommt Linda. Alex, Tinkern, habt ihr das auch gespürt? Du denkst doch nicht, dass Dark Core. Oh. Hi Linda, lass mich dir unsere neue Freundin vorstellen. Das ist Katja. Seltsam, es wirkt, als würde der Runenstein auf die Anwesenheit von Katja reagieren. Könnte sie einer der Kandidaten sein, von dem Fripp gesprochen hat? Was ist ein Fripp-Kandidaten? Was ist ein Fripp? Das lasse ich euch jetzt mal entscheiden. Sollen wir das erste nehmen oder das zweite? Schreibt einfach mal eins oder zwei in die Kommentare rein. Dann gucken wir mal gleich, was gesagt wird. Was ist ein Fripp oder Kandidaten? Oh, kann ich auch nebenbei meinem Schokolade mümmeln. Zwei, eins.
Zwei, ein, wow. Eins, okay. Dreimal eins schon. Dann sieht's nach einer Eins aus. Was ist ein Fripp? Wow. Gute Frage. Er ist eine Art. Tja, wenn es dein Schicksal ist, ihn kennenzulernen, wirst du es selbst herausfinden. Ich wünschte, ich könnte noch bleiben und reden, aber ich stehe ganz kurz vor einem Durchbruch bei meiner Nachforschung zu. Du weißt schon wem. Die Bibliothek ruft. Was? Ja, genau. Willst du nicht mitkommen, Alex? Die Bücher da beißen nicht. Tun sie nicht? Wie schade. Beißende Bücher sind die besten. Zeigt euch beißende Bücher. Da habe ich mich in der Schule mal gefühlt. Die Bücher haben mich auch glatt verschlungen. Ja, es ist schon merkwürdig, wie wir immer mit allen befreundet sind und wie alle uns immer instant kennen und uns irgendwo in fremde Häuser einladen oder uns Aufgaben geben. Aber wir, stellt euch mal vor, ihr würdet auf die Straße gehen, euch würdet eine komplett fremde Person ansprechen und sagen: Hey, ich hab dich schon mal gesehen. Möchtest du nicht meinen Rasen mähen? Und du denkst dir nur, wer bist du? Ah. Oh, ich sehe gerade, ich muss mal mein anderes Glas noch rausstellen. Merk schon. Wartet mal kurz. Ein Glas hier stehen gehabt. War schon witzig. Aber naja, so ist Jorvik halt, ne? Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich würde mir sogar auf der Insel gefallen. Also irgendwie, jeder hat ja so gut wie ein Pferd, wenn er es haben möchte. Selbst wenn man kaum Geld hat. Man findet sofort Freunde. Muss nicht so viel arbeiten. Na, wieso nicht, ne? Hallo, Lili. Ich würde wegrennen, wenn du den Rasen nicht mähen willst. Wenn ich so darüber nachdenke, ist es wohl besser, wenn du dich erstmal von der Bibliothek fernhältst. Was meinst du, Meteor, alter Freund? Sollen wir zum Silverglade-Landgut reiten und unsere Mission beenden? Schnupper. Aha. Ja, okay, wir können unterwegs für ein paar Äpfel bei Mali erhalten. Bis bald, Alex. Schön, dich kennengelernt zu haben, Katja. Wenn Linda es darauf anlegt, kann sie jedes Geheimnis lüften. Sie ist quasi ein Genie. Ein Genie mit besonderen Kräften und einem Pferd. Das volle Paket. Ich glaube, das Schicksal wollte, dass wir uns begegnen. Mission oder Mission erfolgreich. Schicksal. Linda ist nicht die Einzige, die etwas Dringendes zu erledigen hat. Eine alte Rivalin für uns ist wieder aktiv. Tinka und ich müssen das untersuchen. Mission, Rivalinnen, Kräfte. Wer seid ihr zwei? Wir sind eine Hälfte der Soul Rider. Also, klar, der Stein hat auf uns reagiert, aber stellt euch mal vor, der Stein hätte nicht wegen uns reagiert, sondern wegen Alex und Linda und die würden einfach ihr Geheimnis ausplappern. Also, ihr müsst es ja mal so bedenken. Okay, Dacor weiß jetzt, wer die Soul Rider sind und Co. Aber um das alles geheim zu halten und andere nicht in Gefahr, in unnötige Gefahr zu bringen, damit sie nicht ins Kreuzfeuer gehen, weil meist heißt ja, dieses Geheimnis weiter zu verraten, dass man mehr Freunde hat und wie mehr Leute das Geheimnis kennen, desto mehr kann Dacor die halt ausquetschen, Leute entführen und Co. Und jetzt stellt mal vor, wir wären kein Soul Rider, einfach nur ein stinknormaler Besucher und würden in diese Kacke reingezogen werden und dann, ne? Und ich mir denke, wieso verratet ihr eigentlich so schnell irgendwelche Geheimnisse? Ich kenne dich doch nicht mehr, Alex. Also mein Zweit-Account kennt dich nicht, aber okay, es ist ein Spiel für Jüngere. Ich interpretiere da wieder zu viel rein. Oder bin ich die Einzige, die so denkt? Irgendwie? Ich weiß nicht. Geht mir alles zu flott ein bisschen. Aber naja. Wir sind eine Art Reitclub, nur dass es nicht unser Ziel ist, auf Wettbewerben möglichst viele Preisschleifen zu gewinnen. Wir arbeiten zusammen daran, Jorvik sicher zu halten. Ich will dabei helfen.
Oh, Katja, ich weiß deinen Enthusiasmus zu schätzen, aber das Seelenreiten ist keine Wohltätigkeitsarbeit, für die man einfach so meldet. Es geht um Schicksal und Rituale. Ganzes kompliziert. Klingt gefährlich. Du hast ja keine Vorstellung. Ein Soldier zu sein ist zu viel Verantwortung und Gefahr. Eine einzelne Person. Für eine einzelne Person. Deshalb sind wir eine Schwesternschaft. Außerdem haben wir unsere Soulpferde, die uns Kraft geben. Hör zu, es ist sicherer für dich, wenn du einfach zum Mollenstall zurückkehrst und mit den anderen Mädchen das Reiten übst. Hilf dem Bobcat beim Kuchenverkauf, mach ein Freundschaftsarmband. Normales Zeug. Aber wenn du eine der Reiterinnen bist, von denen Fripp gesprochen hat, werden wir uns bestimmt bald wiedersehen. Ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben, Katja. Umsorge deinen Pferd, hilf deinen Nachbarn und hab Spaß. Und wenn du mal nach Silverglade kommst, sehen wir uns vielleicht hoffentlich. Ciao, Alex. Ja, ist aber wirklich so, Katharina und Ellie, oder? Das ist doch irgendwie. Naja. In meinem Comic versuche ich das ja auch alles so möglich wie geheim zu halten, weil ich denke mir nur, wie mehr ich das den Leuten erzähle, wie mehr von diesem Geheimnis wissen, desto größere Gefahr gibt es, dass da irgendwas passiert. Also, wie gesagt, es ist ein Spiel für Jüngere gehalten. Ich finde, es ist immer noch so ein Spiel für Jüngere angehaucht. Deep Story, wenn man die Kapitel hinter ist, ist auch für Ältere was auf jeden Fall was wert. Aber, ha, okay, ist halt nur meine Meinung, ne? Die Quest ist damit sozusagen fertig. Dann höre ich auch hier mit der, also mit der Aufnahme höre ich jetzt hier auf. Der Stream geht noch weiter. Für die Leute, die jetzt die Aufnahme anhören, wünsche ich euch noch einen schönen Tag.